Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal und lasst dort ein Follow da. Dort sind wir auch kurz vor den 50 Followern. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn wir das schaffen könnten. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den Complex-Skin, glaube ich, im Shop. Genau, den gab es ja bisher nur in dem einen Australian Open Cup vor anderthalb Monaten, glaube ich. Und der hat jetzt auch ein Backpack. Das werden auch noch alle bekommen, die den so freigeschaltet haben. Deshalb steht ja auch nicht im Besitz. Ich habe ja den Skin bekommen, weil ich in die obere 10% gekommen bin. Allerdings hatte ich da noch kein Backpack dazu. Das wird jetzt noch irgendwann, glaube ich, mit dem Update nächste Woche für alle hinzugefügt, die den Skin gratis bekommen haben. Eigentlich ein bisschen schade, dass er jetzt im Shop war, weil es wirklich so ein etwas besonderer Skin war. Dazu gibt es dann die Straßengelanz-Spitzhacke und den Exil-Gleiter. Der ist auch reaktiv. Was genau daran reaktiv ist, weiß ich allerdings nicht. Ist mir auch beim Skin nicht aufgefallen. Der ist rein theoretisch auch reaktiv. Aber ich glaube, vielleicht hier irgendwas bei den Ohren. Ist aber auf jeden Fall ein nicer Skin. Spiele ich eigentlich fast durchgehend. Sieht einfach nice aus. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes den Steinherz-Skin mit der Herzschmerz-Spitzhacke. Dann haben wir den Panda-Beauftragte-Skin. Dann noch der Wukong-Skin und dazu die Jingu-Bang-Spitzhacke. Die ist auch reaktiv, nämlich wenn man häufiger schlägt, dann wird es hier oben so ein bisschen golden. Und das verstärkt sich dann eben halt immer mit den Schlägen, bis dann am Ende dann eben halt richtig leuchtet. Dann haben wir den Castor-Skin. Der hat drei verschiedene Stile. Einmal Standard, Feuer und Eiswasser. Und hier gibt es auch noch eine dritte Sache. Achso, nee, hatte ich schon vorgestellt. Lost. Dann haben wir als nächstes die Beast-Schützen. Dann den Glitter-Emote. Dann haben wir das Luftschiff, den Billy Bounce Mode, das ist ein Fortbewegungsmode. Und dann haben wir noch Pizza Party. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.